weiter mit No Man's Sky, Ladies and Gentlemen. Wir waren, letzte Folge haben wir sehr viel verkauft. Können wir gleich neue Missionen angehen, was immer so Schönes hat. Mission durchsuchen. Anlage überfallen. Kometentröpfchen. Fünf Pflanzen scannen. Fünf Nanits, das machen wir auf jeden Fall. Mal hier auf jeden Planeten. 40 Kreaturen für einen Quantumbeschleuniger. Machen wir auch. So, das Uran machen wir noch nicht. Was geht denn hier? Ich muss erst Rang 4 erreichen. So, ich habe 300 Nanits. Naja. Moment, anfangen. So, ich habe was Neues bekommen ins Inventar. Und zwar ist das. Ach, hier. Bergbauhandel ist gut. Ein ordentlich gepacktes Paket mit vergitterten Bogenkristallen. Bogenkristalle sind extrem selten Mineralien, die sich in Wirtschaftssysteme, die auf Herstellung spezialisiert haben, eine hohe Nachfrage erzeugen. Gesamt 150.000 Units wert. Verkauft. Verkaufen wir. Sollen wir da verkaufen? Weg ist es. 50.000 kassiert. Nice, 1,1 Millionen. Wir sind jetzt Millionär. So schnell wird man Millionär in dem Spiel. Nice. So, Munition. Was haben wir da unten hin? So, die Platte. Keine Ahnung, wohin. Kohlenstoff ist wichtig. Du kommst runter. Kohlenstoff, Sauerstoff ist auch sehr wichtig. Du kommst da hin. Frachtmäßig hinten. Passt. So, schnell rüber. Dann mal den Rucksack nochmal upgraden. Schleppen kann, desto glücklicher bin ich. Verdammt, ich muss schleppen. Ah, kein Upgrade. Ach, das ist blöd. Vielleicht kann ich hier ein paar S-Upgrades kaufen. Ich, ich denke mal, neue Technologien habt ihr nicht auf Lager, das war klar. Aber ihr habt bestimmt Upgrades. So ein paar S-Upgrades wären schon fantastisch. Ich kaufe nur die S. Das ist das C, das ist das B. Da haben wir S. Strahlungsschutz für 400. Die haben wir nicht. 10% für S. Ah, ja, würde sagen, dann sparen wir mal ein bisschen. Dann sparen wir uns ein paar Nanits. So geht's ja nicht. So, Nachbesprechung erledigt. Was kommt jetzt? Wissenschaftlicher Fortschritt, warten bis der Wissenschaftler, haben wir nicht. Basisarchive können wir nicht. Anatomie, Grabungsstätte lokalisieren. Aha. Aus bei der Basis, Schallplatte können wir nicht. Waffenforscher, Valkin, Dolche einsammeln. Jetzt aber brauchen wir Dolche. Jetzt muss ich ein System mit Valkin kennen. Und auspassen. Schauen wir mal. Bester Moment von. Ich will ja auch mal Richtung Atlas fliegen. Wo ist denn der Atlas? Da? Doch hier. Atlas Station. Im Noiji. Rotot und Kilometer Warp nicht möglich. Weil zu weit entfernt. Okay, dann müssen wir gucken, was wir denn warpen können. Kommen wir bis hierhin. Jawoll. Warpen erstmal da rein. Dann besuchen wir mal die Atlas Station. Ah, Notruf wollte ich ja nochmal. Verdammt. So, fünf Planeten. Hier leben die Valkyrien. Das ist gut. Jetzt muss ich hier nur noch handeln irgendwie, um diese Dolche zu kaufen. Also die sagen wir gleich so eine Handelsstation andocken. Das ist aber kann. Und dieses System gleich umbenennen. Das ist voll fies eigentlich. So, X1, Solobreda. 16. Ja, das 16. System, da ich reingekommen bin. Ich hoffe, die haben hier Dolch auf Lager. Aber irgendwie zweifle ich das. Sehr schön, dann können wir jetzt nämlich den Signalbooster da reinstecken.
sauber. Da kann man dann die Reihe dann hier weiter durchgehen. So, mal gucken, ob der generell, vielleicht hat er neue Rezepte, ob ich bezweifle es. Ja, eigentlich müsste ich schon fast alle haben, Baupläne. Ja. Aber, ja, ein Upgrades kann er ja. Ja, Upgrades haben wir nicht. So, da ist ein Schiff, wenn wir wandeln können, der Dolch hat, wenn ich Glück habe. Eindringling. Ja, der Krieger verdeckt seine Zähne und starrt mich an. Er will offensichtlich handeln. Ich will auch handeln. Ich will nämlich kaufen von dir. Wenn du Dolch hast. Hat er nicht, aber er hat Schrott. Den brauche ich noch nicht. In der Hand. Das ist hier kein weiteres Schiff. Gucken wir uns schnell die Mission an. Wenn die auch noch alle kennen hier, die Jungs. Der Leutnant. Eindringling. Ja, das einzige Wort, was ich kenne von ihnen. Aber die erzählen immer dasselbe, das ist jetzt schöner. Ammoniak sammelt 5 Mineralien scannen. Das machen wir. Gibt zumindest 97 Nanits. Mineralien scannen ist nicht das Thema. Gegenstand abliefern, Kreaturen eliminieren. Vergitterter Bogenkristall. Ah, das wird doch nur 50 wert. Gekauft. So, sonst hat er nichts weiter für mich. Das ist schade. Schaut doch schon, okay, hier landet das Neues. Nein, gerade nicht. Das wurde nicht so besucht. Dann spreche ich mit dem an. Leutnant. Eindringling. Einzige, was ich verstehe. Die Lebensform gestikuliert, als ich mich ihr nähere. Sie lenkt meine Aufmerksamkeit auf ihre Waffe. Eine beeindruckende Sekundärwaffe, ist das eine Drohung? Ein Versuch, mich einzuschüchtern. Beeindruckt wirken. Der Valkyrie scheint begeistert. Er verpasst sein Multi-Werkzeug, eine kleine Politur, eine kurze Geste, die dem großen Stolz nicht gerecht wird. Naja. Wissenschaftler ist fertig. Wir fliegen gleich zur nächsten Station, in das nächste System und holen uns erstmal Atlas. Sieht aus auf der Karte, der Südgarn. Wir holen uns Atlas. So, parken wir an der nächsten Station und holen uns gleich das nächste Upgrade von uns hin. Noch mitschleppen können. Obwohl ich dieses System noch gar nicht besucht habe, spielt es auch jetzt keine große Rolle. Ich schaffe ich den Wurm dahin, aber ich bezweifle es. Doch, ich schaff's denn. Sauber, dann willkommen an der Atlas Station. Vielleicht krieg ich jetzt mal meinen Atlas V1 Pass. Das wäre nämlich ganz angenehm. Weil das wird mir vieles erleichtern. Rot. Atlas Schnittstelle. Neue Entdeckung. Atlas Schnittstelle. Was ist das denn? Keine Atlas Station, sondern eine Atlas Schnittstelle. Ja, fliegen wir mal hin. Das ist ja die Hauptstation. Aber wir fliegen erstmal hier rein. Zur Atlas-Schnittstelle. Verdammt! Also das ist ein Artefakt. Das ist ein bisschen cool. Gehen wir zum Artefakt. Tschüss. Das ist riesig. Wurmzelle, sehr schön. Noch eine Wurmzelle, sehr nett. Konstrukt von Jonath. Verstehe kein Wort. Geometrisches Konstrukt von Jonath. Verstehe immer noch kein Wort. Der Atlas hat mich zu dieser Schnittstelle geführt. Doch die Absicht dahinter ist noch unklar.
Er verlangt Verehrung. Er verlangt Gehorsam. Er heißt mich willkommen. Er weiß, was ich bin. Er bietet mir echtes Verständnis als Geschenk an. Aber warum? Warum sehnen sich solch eine Energie und ein Wissen nach Unterwerfung? Er kennt meine Gedanken, ehe ich sie kenne. Er weiß, was ich tun werde. Der Atlas bittet mich, seinen Weg zu folgen. Annehmen. Meilenstein Pathfinder. Ja. Ich akzeptiere, der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung eröffnet sich mir. Neues Produktrezept. Gefangener Oder. Ein Atlassamen, der ein zonenförmiges, verschobenes, quasi nicht Substrat enthält. Warnung, diese Matrix darf mit dieser Dimension Raum nicht kommunizieren, oder? Warum nicht? Ja, neues Rezept genannt. Scan kann ich auch nicht. Cool, wie sich das öffnet. Naja, ein neues Rezept genannt. Ach, was ist das für ein Ding? Du hast das Wort Viking für Viking genannt, aber schlecht. Sonst gibt es hier rote Stunde. Hat sich nicht ganz gelohnt, der Weg. Übrigens, Verwirrte. Ich war hin. Sag ich nie nein. Ich will gerne mit. Aufladen. Darf ich hier zweimal weiter springen? Ja, die Atlas schon schneller. Hat es jetzt nicht wirklich gebracht. In meinen Augen. Macht nichts, wir fliegen jetzt. Ah, dagegen. Aber, was hat wir? Oh, hier ist ein Wasserplanet. Hier vorne ist eine Raumstation. Da flieg mal hin. Da guck mal hin. Kauf uns das nächste Upgrade. Die ist hier rund. Und täuscht das. Ich habe noch nie eine runde Station gesehen. Was ist genau Atlas? Die ist ja richtig rund. Ist das eine neue Raumstation? Cool. Normale Station, die ist noch rund. Wir können doch erstmal nicht runter sehen. Ich brauche noch eine Idee. Mein Lieblingshändler besuchen. Wo ist er? Da oben. Ah, da sehe ich schon Upgrades ohne Ende. Her damit. Anzug-Upgrade. Erstmal ganz normale Fracht hier, oder hole ich mir Tech? Ah, Tech wäre auch nicht schlecht. Ich hole mir erstmal Haupt. Überhaupt mehr lagern darf für nur 30.000 Credits? Ja, damit. Für 30.000 Units? Kein Problem. Eigentlich müsste ich alle Stationen jetzt abgrasen. So. Mein Wissenschaftler ist bereit, das heißt, ich muss jetzt mit zum Wissenschaftler und den besuchen. Den kann ich auch Mission annehmen, das mache ich auf jeden Fall noch. Ich kann ja auch bei Units ein Zehnerer verdienen. Reise hat sich gelohnt. Wir haben Geld bekommen, ein paar Upgrades für den Rucksack. Also mehr Sachen. Ein Foto machen. Nee. Also nicht Foto machen. Wächter eliminieren. Ja. Kreaturen eliminieren. Klar. Und das auch machen. Ja, viele Wächter. Nicht das Problem. Trotzdem hätte ich hier gerne so einen Dolch. Vielleicht gibt es einen Dolch hier zu kaufen, wenn ich Glück habe. Dolch zu kaufen, schade. Verdammt. Oh, mehrere Schiffe. Ah, das liegt weg. Bleib doch hier. Bleib doch hier. Ich kann wetten, irgendeiner von dem kauft Dolch hier. So, ich will kaufen. Hat er nichts rum? Nope, hat nichts. Cooles Schiff. Also das sieht cool aus. So, Gegenstände kaufen. Sagen zurück zum Hauptplaneten. Ja. Erstmal diesen Sektor umbenennen. Deutsch echt. X1, Zulu Bravo 0. 17 ist jetzt schon. 17 System jetzt schon umbenannt. Ja, mal gucken, wann ich aufhöre. Bei 1000, 2000. Man sollte dann irgendjemand das schon finden. Der wartet dann. Warum zum Geier sind da lauter ZBs? Tiger Claw, Holotürmis, Chemicals, genau so. Willkommen in der Hauptstation bei mir.
meiner Base. Dort darf ich jetzt nämlich den Wissenschaftler weiter, naja, also durch die Gegend laufen. Also ich darf weiter durch die Gegend laufen für eben meinen Wissenschaftler. Warum ich das mache? Eben für den Fahrzeugtechniker, den ich so hoffentlich auch irgendwann mal bekomme. Denn ich brauche den. Hier Schaltpin machen. Schauen wir mal. Nächster Auftrag. Ich fürchte, meine Kinderexperiment funktioniert nicht. Ich bin trotzdem noch einsam, muss mich jetzt aber um zwei Bewusstseine sorgen. Ich verliere mich selbst, Reisender. Bring meinen Kern zu einem Monolithen. Ich will mich mit dem Atlas verbinden. Ich muss mit der Unendlichkeit sprechen. Der Korvax erinnert sich an meine letzte Reise mit seinem Kern. Deshalb habe ich versucht, ihn mit der Konvergenz zu verbinden. Diesmal sucht er den Atlas. Ich weiß nicht, ob der Monolith oder irgendetwas anderes die benötigte Schnittstelle hat. Ich akzeptiere. Kern entfernt. So, der Kollege will also... in den Kern zum Monolith. Ich glaube, wir sind der Monolith. Ja, fliegen wir hin. Helfen ihn nur gerne. Er verbindet sich damit mit Atlas und dann gibt er mir dann vielleicht einen Schaltpläne, mit der Konstrukteur braucht, um mir was Neues zu machen. Okay. Kommen wir gleich in die Fabrik dahin. Vielleicht nochmal 15 Minuten, wenn man dort 20 Minuten. Ja, danach noch die Fabrik dahin, damit er verschwindet. Muss man auch. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Reisender. Identität. Unsere Flotte war in einen schwerwiegenden Unfall verwickelt und wurde schwer beschädigt. Bitte überprüfe den Schadensbericht. Ich benötige deinen Rat. Hä? Automatische Flottendiagnose für Fregatte HMS. Schiff hat kritischen Schaden erlitten. Die Crew ist nicht imstande, die Instandsetzung durchzuführen. Weitere Schäden können zu Katastropheneffekt. Fregatte zurückrufen. Befehl registriert. Kehrt zurück zur Instandsetzung zur Hauptflotte. Ja. Ich bin wo? Ja, fast die Flotte verloren. Mein einziges Schiff, was ich habe. Aber ich muss noch reich werden. So, ein neues Wort für Tod. Bei den Korvax. Neues Wort für Klarstellen. Okay. Neues Wort für fasziniert. Ist nicht schlecht. So, die jetzt reinschmeißen. Identität. Mein Forscher. Sehr viele Zahlenkombis. Ich nähere mich dem Monolithen und bereite mich darauf vor, den Korvax-Kern ins Podium einzustecken. Das Bauwerk sieht so aus, als ob es genau für so einen Moment geschaffen wurde. Kern einsetzen. Fehler, Fehler, Atlas, gehorchen. Atlas, Fehler, 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 Fehler. Lebensform identifiziert, Korvax-Echo. Zweck, Diener des Reisenden. Plausibilitätserklärung. Emotionaler Zusammenbruch, Reisender, Infektion. Lösung, terminieren, isolieren, isolieren, beschützen, löschen. Neustart. 1, 2, 3. Was? Monolith offline. Ändere den aktiven zum Ändern der Mission. Basiscomputer. Kehre zum Wissenschaftler zurück und warte bei seinem Terminal. Okay. Monolith ist offline. Na super. Ich glaube, wir springen das Universum. Der Treibstoff. Kein Problem. Wir haben davor gesorgt. Jetzt machen wir schnell die Fabrik da hinten. Wenn wir schon hier sind, können wir natürlich auch irgendwas. Schade, ich hatte gar so ein Landepad. Leider nicht. So, kommen wir hier lang. Ja, das beginnt schon langsam so Abenteuer. So langsam. Die Reise ist sehr gefährlich. Klingen die Alarmglocken, warum? Die Maschinerie wurde auf meinen Vorgaben angepasst. Hoffentlich habe ich dadurch die Welt zu einem etwas besseren Ort gemacht. Die Maschinerie wurde auf meinen Vorgaben angepasst. Für Nachkonfigurieren, für Kunst konfigurieren.
konfigurieren. Ah, ich konfiguriere Mafia und Kunst. Die Fertigungsanlage konfiguriert sich neu und verwendet hässliche Rohstoffe, um eine endlose Parade der Schönheit zu erzeugen. Alles gut. Vielleicht nachmerkstellt sein. Naja. Nahrung, komm. Wir bauen uns unsere Nahrung. Wahrscheinlich riesig so bei der Verarbeitung des Zellstoffs und Metall und konfiguriert sich so, dass sie komprimierte Nährstoffwirbel auswirft. Tolle Fabrik. Hat es ja gelohnt, hierher zu fliegen. Aber okay, die macht jetzt Nahrung. Die macht jetzt Wirbel. Keine Ahnung, was sie vorher produziert hat. Jetzt macht sie Wirbel. So, ab zur Basis. Mein Wissenschaftlerin. Ich glaube, der hat jetzt das Rezept, was ich brauche, einen Constructor. Nee, nicht. Der Atlas scheint ein böses Teil der Feinde verursachen. Ist nicht. Mann, das wird zu groß, da kommt nichts anderes. Das Gehäuse von göttlichen Atlas Entität sitzt vor mir und wartet auf die Wiederverbindung. Ich fürchte mich vor dem, was nach seinem Datenkern passiert ist. Kern einsetzen. Wiederverbindung des Gehäuses. Hallo online. Ahoi, sei gegrüßt, unbekannte Entität. Ich habe meine Prüfung bestanden. Nimm durch den Austausch von Technologien an meiner Freude teil. Rückt mir raus eine Schaltplatte. Sehr schön. Was denkst du über Strukturanalysen, Fremder? Der Wissenschaftler wurde einmal mehr zurückgesetzt. Aber ich fürchte, dass er ohne Verbindung zur Konvergenz für immer in den Kreislauf gefangen ist. Von dem Moment, in dem er mich auf der Raumstation bis zu seinem Zusammenbruch aufgrund seiner Einsamkeit. Vielleicht findet ich den Konvergenzwürfel, den er ihn ermöglicht, sich mit dem Rest der Konvergenz zu vereinen. Vielleicht finde ich einen Konvergenzwürfel. Okay, einen Konvergenzwürfel. Für ihn muss ich jetzt einen Konvergenzwürfel organisieren. So, und er will jetzt eine Schaltplatte haben. Wieso das volle Fabriken? Ja, verdammt. So, okay. Dann Ausbau der Basis. Eine Schaltplatte besorgen. Ich glaube, die haben wir nämlich gerade gekriegt. Da steht es auch. Besorge eine Schaltplatte. Genau. Nicht Schaltplatte, sondern eine Schaltplatte. Da haben wir sie. So, Rezept mal anpingen. Stelle Polyfasern und Hitzekondensator aus Frostkristallen und Solanium her. Behalte den Bauplan von einem Wissenschaftsspezialisten Hammer. Frostkristalle können angebaut oder von gefrorenen Planeten gefunden werden. Polyfasern aus Kaktusfleisch und Sternknollen. Behalte den Bauplan von einem Wissenschaftler in deiner Basis. Kaktusfleisch kann angebaut oder von unwirtlichen Planeten gefunden werden. Sternknollen können angebaut oder fruchtbaren Planeten gefunden werden. Ah, jetzt geht das wieder los. Okay. Auftrag ist klar, wir brauchen Schaltplatten. Dann holen wir sie uns mal. So, dann gucken wir mal. Wie machen wir jetzt eine Schaltplatte? Das Rezept hätte ich aber gerne. So, okay, nochmal. So, was ist hier? Auch zu einem verdammt heißen Planeten. Also ganz kurz gucken. Ah, da. Okay. Okay. Wir brauchen erstmal einen heißen Planeten für das Solanium. Ah, ich weiß, ich war hier in irgendein System. Steht gar nicht da. Doch hier. Gamma-Wurzeln? Nein. Alphasperlen? Sternknollen? Nein. Gamma-Wurzeln? Kupfersalz? Sternknollen? Nein. Braucht das System erstmal.
erstmal diesen Selanium. Da ist Selanium. In X10. ZW10. Dann auch nach ZW10. Kein Treibstoff in der Stadtdüse, kein Problem. Haben wir ein bisschen. So. Erstmal ins Wetter fliegen und dann auch nach Super 10. Da machen können. Erstmal gucken, bis zum 10. Oh ja, hab ich. Die sind auch weiter weg, die Atlas Station. Da fahre ich, da fliege ich jetzt nicht hin. Du bist hier. So. Anvisiertes System. Nächste auswählen. Nein, nein, wir brauchen die 10. Wo ist die 10? Wo ist die 8? Hier ist die 10. Rein da. Da ist nämlich ein heißer Planet mit Solanium. Bauen wir erstmal das Solanium ab. Ja, ich habe halt viel gelernt auf meinen Reisen, wo ich nach diesen gefühlt 40 Folgen sehr viel Chaos gemacht habe, aber es wird jetzt alles besser. So, Solanium. Genau, man kann auf diesem Planeten gebaut werden, jawohl. Und hinten haben wir auch gleich einen Auftrag, nämlich wieder eine Fabrik. Wir wollen gleich zur Fabrik. Auf zur Fabrik und Solanium abbauen. Das finde ich ja, habe ich ja gelernt, aus den komischen Pflanzen. Kann ich hier noch ein bisschen scannen auf den Planeten und dann auch abfertigen. Vielleicht doch, dann habe ich ihn schon. Ja, Atmosphäre. Ist nicht so weit weg. Sieht aus, all oben lang fliegen, geht noch viel schneller. Der andere Planeten, ach so. Ja, dann ein bisschen was einsammeln. Kannst du rot. Fabrik ist auch rot. So, Mist. Okay, was kann der Mond? Oder auch Solanium? Falls ja, dann nicht dort. Kaktusfleisch. Das brauche ich nachher. Okay, dann erstmal hier rein. Solanium abbauen. Wir bauen uns jetzt eine Schaltfläche, Schaltplatte. Schallplatte. Eintritt in diese Atmosphäre. So, ich brauche diese komischen Pflanzen. Am besten die Gebäude, wo ich drauf laden kann. Es ist Nacht auf diesem Planeten. Wunderbar. Kein Gebäude. Schallplatte, wie wir das alles zusammenbekommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.